Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play Tiny Toons Adventures Buster Busts Loose. Meine Güte. Puh. Immer noch bei mir zu Gast ist... Der Cheeto Master. Jo. Genau. Ja, wir gehen nach Hause. Anscheinend. Oh, es sieht aus, als würde es regnen. Ich sollte lieber hineingehen, sodass ich nicht nass werde. Gut. Sieht ja nett aus. Wow, ich habe eine alte Villa gefunden. Genau wie, genau zur rechten Zeit. Na, warte mal eine Minute. Plötzlicher Regen. Unscheinbare alte Villa in dem Wald. Keine Zeichen von Leben. Das ist so ein Klischee. Das heißt, die nächste Stage ist ein... Ja, eine Geistervilla. Yeah. An die ich mich überhaupt nicht erinnern kann. Also so richtig gar nicht. Die Musik, ja. Den Boss, soweit ich weiß, auch. Aber die Villa selber sagt mir wirklich absolut gar nichts mehr. Naja, und 100 Sterne geben wirklich ein extra Leben. Super. Das ist das Beste, wenn man ein Spiel nochmal spielt, wenn man sich an fast nichts erinnert. Oder an vieles nicht. So. Da hoch, hier hoch. Da steht Welcome drauf. Ich wollte aber eigentlich mal... Da hoch. Falls da irgendwas ist, aber... Ah! So eine komische Kristallmöhre. Geht doch. Hat sich doch gelohnt. Glocken. Und Killer... Was zum Teufel? Also doch eine Killer-Tomate oder sowas. Ja. Das war ja eigentlich immer nur ein Scherz gemeint, aber jetzt ist es wirklich eine Killer-Tomate. Wobei ich glaube, es gab auch einen Film, Angriff der Killer-Tomaten. Irgendwie sowas. Ja, ich meine, Spukhaus ist ja wirklich normal, dass da Albträume wahr werden und so. Ja, mein schlimmster Albtraum ist eine mich beißen wollende Tomate. Ja. Einfach mal weiterlaufen. Keine Ahnung, was da so ist, aber wir machen einfach mal. Falsche Reihenfolge, dammit. Egal. Falle, kleines Bärchen, Falle. Was haben wir hier? Ein extra Leben. Hat sich auch gelohnt irgendwie. Was sollen die darstellen? Doppelköpfige Etwasse. Huh. Ja, bleiben wir bei Zombies. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Also so ein Doppelkopf-Frankenstein-Monster wäre, glaube ich, nicht so praktisch. Auch nicht einfach auszusprechen. So, hier rüber. Ja, da sehe ich nur einen. Das ist eine Fledermaus. Entweder ist es ein Fledermaus oder es ist ein Killer-Vampir. Keine Ahnung. Auf jeden Fall macht sie große Augen. Und hält eine Menge aus. Zu viel. Das geht mir auf die Nerven weg. Kann man sie überhaupt töten? Ich gebe jedenfalls auf. Das reicht jetzt irgendwann auch mal. So oft, wie ich das blöde Vieh getreten habe. Oh Gott. Au. Au. Was war das? Das hat mir einfach mal... Drei Energie... Ne, zwei. Zweimal Schaden zugefügt. Einfach mal so. Nett. Sehr nett. Bin ich ein totaler Fan von. Von unnötigem Schaden bin ich immer ein Fan von. Hoch. Ich will hoch. Ja, nichts Besseres als ein bisschen zu viel Schaden am Morgen. Ah, lecker. So, ist hier irgendwas? Nö. Es sind auch schöne Kirchenbilder im Hintergrund. Vor allem die ganze Zeit die gleichen. Ja, aber immerhin ändern sie das Bild ab und zu mal. Tatsächlich. So, voll geheilt, 5 Herzen, sehr gut. Damit sollten wir einigermaßen überleben können. Konnte ich eigentlich in der Luft sprinten? Ich glaube ja. Aha. Schön, dass ich in der Luft sprinten kann. Babs, wieso bist du hier? Ich dachte, niemand würde hier wohnen, also spielte ich mit meinen Freunden im Keller. Aber dann wurden meine Freunde gefangen vom durchgedrehten Wissenschaftler. Basta, bitte rette meine Freunde. Wie kann ich sie retten? Wenn du die Maschine des bösen Wissenschaftlers zerstören kannst, sollten meine Freunde frei sein. Typische Horrorgeschichte irgendwie. Ich wollte gerade schon sagen, Boss-Time wegen voll geheilt und so.
Oh ja. Ein nettes Monster. Ja, okay. Also wir können Schrauben kicken. Schon mal gut zu wissen. Die Lampen können wir nicht kicken, aber die Schrauben. Gut, gut. Das sollte ja dann eigentlich kein Problem darstellen. Es sei denn, du wirfst keine Schrauben. Die Maschine hat auch schon bessere Tage gesehen. Ja, definitiv bessere Tage. Meiner Meinung nach würde die jetzt schon nicht funktionieren. Aber mich fragt ja keiner. Arsch. Geh weg. Geh weg und wirf mit Schrauben nach mir. Immer noch nicht genug. Oh mein Gott. Wenn das ein Spiel auf einer CD wäre, dann wäre das schon längst kaputt gewesen. So, das Ding lebt wieder. Oder so, keine Ahnung. Was ist das? Danke, dass du meinen Freund gerettet hast. Hey, kein Problem. Es hat mich überhaupt nicht gestört. Das war überhaupt kein Problem. Ja, ja. Mach ich jeden Tag so. Ja, ich renne jeden Tag in gruseligen Villen rum, mache die Maschine kaputt mit Schrauben, die ein gruseliges Monster nach mir wirft und dann gehe ich in ein Studio und spiele ein Minispiel. Oh ja. Ansonsten ist das kein vernünftiger Tag. Und Schweinchen? Oh, wow. Aber wenigstens was anderes, ne? Ich meine, wir haben nur 6 Level, das heißt 5 Minispiele, rein theoretisch die Chance, jedes einmal gespielt zu haben. Okay, ich kriege 7 Bälle. Und ich kann es überhaupt nicht beeinflussen, weil er einfach mal macht. Okay. Das ist das langweiligste Minispiel, das ich je gespielt habe. Glaube ich. Einfach random irgendwas klicken. Ja, ich drücke auf einen Knopf, warte darauf, dass dieser dämliche Ball da rauskommt und gucke, was passiert. Wow. Wie hoch ist denn die Chance, hier kein Leben zu bekommen? Hurra, ein extra Leben haben wir schon mal. Ich habe ja nur schon 10. Noch eine Kugel. Ja. Also das muss jetzt der Typ da werden. Oh. Wow. Ein Leben bekommen. Whoopie. Da, sag ich doch. Der Bücherwurm, siehste? Hallöchen. Ja, ich bin hier bei der Universität Stadion, also das Spiel zwischen unserer eigenen Eggman-Universität und unsere Rivalen ist beinahe vorbei. Der Score ist 14-10. Wir brauchen einen Touchdown, um zu gewinnen. Das wird die letzte Chance zu scoren sein, also um einen Punkt zu machen. Lass uns Bücherwurm interviewen durch diese Pause. Ich bin nur ein Aushilfsspieler. Ja. Ich würde ihn auch nicht Football spielen lassen. Aber das ist Bücherwurm auf Doom. Der hat bestimmt voll drauf. Bestimmt. Au. Ach ja, ich erinnere mich. Wir müssen im Prinzip einfach nur ganz ans Ende des Spielfelds. Das ist ja klar. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir den Ball fangen. Mehr oder minder. Ich weiß nicht mehr, wie es genau gut funktioniert. Sehe ich schon. Wir haben auch ein Zeitlimit von 7 Minuten hierbei. Oh mein Gott. Ich glaube, ich renne gleich einfach. Das geht dann schneller. Ganz ehrlich. Okay, komm. Oh mein Gott. Okay, ich renne. Renne geht schneller. Definitiv. Ich bin nämlich zu blöd, einen Ball zu fangen. Ich kenne auch die Spielregeln nicht so genau hiervon. Ah, jetzt bin ich tot. Ja, toll. Sehr erfreulich. Diese dämlichen Enten.
Ich bin ja sowieso kein Sportfan, aber dann noch mit komischen Killerenten. Ah, ich habe den Ball gefangen. Geht doch. So, Dille. Ja, Ball gefangen und beenden und schieß mich tot. Ah, first down, wie auch immer. Was hältst du denn von Sport? Ich turne sehr gerne, also habe ich in Sport immer eine 1 und im Volleyball auch, Basketball auch. Na, ist doch schon mal sehr gut. Ansonsten hasse ich jegliche Art von Sport, also ich kann weder schnell schwimmen, noch kann ich Leichtathletik und was man sonst noch so alles machen kann in der Schule. Aber Leichtathletik, da habe ich mir beinahe mal das Genick gebrochen, das war sehr unterhaltsam, doch ja. Tat nicht unbedingt gut. Ja, das versteht sich. Ja, so ein Trampolin. So einen Überschlag machen war ganz lustig, aber das tat dann hinterher wirklich sehr, sehr weh und nicht unbedingt gut. Verdammt nochmal. Jetzt lief es so gut und jetzt fange ich diesen blöden Ball schon wieder nicht. Ist egal, wieder eine, ich glaube, Base oder wieder Tees down, das ist schon mal gut. Wir gehen schon mal auf Ende zu. Nur die Regeln von Football kann ich immer noch nicht. Immerhin ist das Zeitlimit gut eingesetzt. Das stimmt. Ich habe gelesen, bei einfach ist es 15 Minuten. Na verdammt. 15 Minuten bei normal, wie wir es ja spielen, 7 Minuten und bei hart ist es bei 4 Minuten. Sieht immer noch schaffbar aus. Ja, ich glaube selbst hart wäre schaffbar, da wir jetzt 2 Minuten verbraucht haben und schon so gegen Ende sind. Ja, wenn ich den Ball mal fangen würde. Verdammt nochmal. Ich kann mir nur nicht vorstellen, was ein echtes Footballspiel so abläuft. Die werfen. Ja, hast du nicht gefangen. Zurück. Ja, toll. Ich und meine große Klappe, ne? Oh mein Gott. Jetzt geht die ganze Chose wieder von vorne los. Yay. Wenn er wenigstens so werfen würde, dass ich ihn direkt fangen könnte oder sowas, aber nein. Ich muss ja noch darauf achten, dass ich ihn fange irgendwie, also. So, ja, wenigstens was zu der Gesundheit. Ich meine, Sport ist ja gesund und so. Natürlich. Abgesehen davon, dass es mich jetzt im Spiel schon 2 Leben gekostet hat, was irgendwie ziemlich dagegen spricht. Ja, da gibt es immer noch die These, Sport ist Mord. Schwein ist im Team, Katze ist im Team, diesen tasmanischen Teufel hätten sie mit reinnehmen müssen, der hätte wenigstens jemand gebracht. Wenn man mich fragt, der wird sich dann einfach durch die Gegner durchdrehen oder irgendwie sowas. Stattdessen sind wir hier... Oh Gott, ich hab gar nicht auf den dämlichen, nicht Pfeil, den Ball oder das Kreuz, je nachdem, habe ich nicht mal drauf geachtet. Blöde Idee von mir. So, jetzt aber. Da ist es. Ball gefangen. Reingerollt. Alles voll okay, weil wir wieder ein Yard hinter uns haben. Jetzt müssen wir noch 26 Yards hinter uns bringen. Super. Ja, mein Gott. Ich weiß nur noch, dass ich als Kind nicht solche Probleme mit diesem Minispiel hatte. Aber hier irgendwie. Wahrscheinlich ist es zu einfach für uns. Ja, bestimmt. Ich will es jetzt nur schwer aussehen lassen. Eigentlich könnte ich das hier auch total gut, aber... Ich muss ja ein bisschen Zeit verschwenden, ne? Damit die Leute auch Zeit haben, Kommentare zu schreiben oder so. Soll ja irgendwie ein bisschen Entertainment da sein. Ja,
Ja, ich glaube, die Leute lieben es, mich leiden zu sehen bei sowas. Oh so. Ja, das kenne ich von Kingdom Hearts. Da gab es so ein paar Bosse, die haben mich aufgeregt ohne Ende. Kann ich mir vorstellen. Oh mein Gott, meine Fresse. Werfen die mir den Ball noch da sonst wohin? Oh Mann. So, Touchdown, wir sind der Held. Alles gut. Er hat's geschafft. Buster Bunny hat einen Touchdown scored hier und so. 16 zu 14. Wo kommen die anderen 2 Punkte her? Also von den anderen dann. Ach, ist ja auch egal. Nicht 12 zu 14 vorher. Ach nee, vorher war es 14 zu 10 und jetzt haben sie das Ergebnis umgedreht und uns 6 Punkte gegeben. Irgendwie so. Ja, genau. Wird schon irgendwie stimmen. So, kriegen wir hier was Neues oder kriegen wir nur das Altbekannte? Das Altbekannte. Top. Naja, vielleicht schaffe ich es hier ein bisschen besser hinzukriegen. Ich weiß es ja nicht. Vielleicht kriege ich ja wenigstens ein extra Leben aus diesem Minispiel. Sollte zu machen sein. Ich meine, ist da direkt so ein Freund. Ja, 2 extra Leben. Nimm das. Au. Zu Tode gekuschelt. Ja, genauso ungefähr war es dann auch bei dem Spiel. Puh, das war knapp. Nun würde ich euch gerne meinen Freund vorstellen, Calamity Coyote, also den Coyoten. Wir kennen ihn ja. Er ist kein richtiger Sportler, aber er ist clever und entwickelt manchmal Dinge. Buster, könntest du mir einen Gefallen tun? Natürlich, was ist es? Ich habe ein sehr wichtiges Item versteckt. Sehr, sehr hoch oben im Himmel. Aber ich kann nicht mehr mich daran erinnern, wo es ist. Könntest du es für mich finden? Kein Problem. Betrachte es als erledigt. Geh zum Plaza und drücke den Knopf auf der Kapsel. Es wird dir erlauben, nach oben zu kommen. Nebenbei... Wie hast du es so hoch versteckt? Keine Antwort darauf. Gut. Ist okay. Das war auf alle Fälle noch eins meiner Lieblingslevel, das weiß ich. Das ist ja auch das vorletzte im Prinzip schon. Ach, so schnell geht das. Ja, so schnell geht dieses Spiel zu Ende. Okay. Oh ja, super. Seifenblasen springen. Hat ein bisschen was von Frogger. Da, dass man immer nur so ein kleines bisschen weiterkommt, indem man auf irgendwelche Dinge springt. Aha. Warum kann ich mich nicht einfach aufs Flugzeug stellen? Wieso geht das nicht? Super. Das ist mal wieder so wie ein Scrolling-Level, nur langsamer. Viel langsamer. Ja, wenigstens hast du Zeit. Ich meine, du könntest ja auch runterfliegen. Ja, da... Oh Gott. Da will ich gar nicht drüber nachdenken. Entweder es ist ein Instant-Kill oder... Das heißt dann einfach nur alles wieder von vorne. Das wollen wir ja nicht. Zumindest will ich das nicht. Es gibt bestimmt irgendwelche Leute, die schreiben, ja doch, flieg runter, ich will sehen, wie du das nochmal neu machst. Oder auch nicht. Ich glaube, niemand will sich das nochmal antun. Ja, so wie im Zug. Ja, das will sich auch keiner antun. Schön, dass wir ein... Was ist das? Nicht Helikopter, sondern ein Zeppelin-Ding haben. Zeppelin. Genau. Ach, wunderschön. Wenn er nur attackiert von irgendwelchen Geiern. Das ist alles völlig in Ordnung, alles total normal. Und dieser Stöpsel, da wird garantiert auch nicht irgendwann aufgehen. Auf keinen Fall. Ja, fliegt noch weiter nach rechts. Gib mir doch noch weniger Platz zum Agieren. Wer will schon agieren? Rein theoretisch müssten wir jetzt einen Gegner von rechts reinwerfen, damit ich sowieso da runterfliege. Das wäre dann noch das Schönste gewesen. Und dann wären wir tot. Wäre das nicht toll? Das wäre toll, ja. Au. Ich hab's beschworen. Ich geb's ja zu, aber... Das Spiel muss ja nicht... direkt das machen, was ich sage.